So, weiter geht's mit Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit der nächsten Nebenquest. Der wilde Ritt heißt sie. Und da gucken wir mal, was es da. Was uns da so erwartet. Nee? Hm? Requirierte in der Taverne. Einmal 25 Erfahrungspunkte. Ja, ist gut. Bist du auch. So. Finde Nähe, die versteckt Papyrus. Was ist denn der Papyrus? Ist der Willst du das Papyrus hier mitnehmen und dann geht's weiter? Bist du oben auf dem Berg, auf dem Baum? Nee. Was ist denn der? Wahrscheinlich doch auf dem Baum. Zum Thema, wir können nicht direkt hochklettern, ich muss aber da hochkommen, oder? So, das. Ist das Papyrus? Kannst du mich raten, ist es wirklich da oben oder nicht? Wie komme ich denn da hoch? Ich hätte. Ist das recht über? Es dürfte recht über mir sein. Oder später erst. Okay. Scheinbar nicht. Okay. Na gut, egal. Warte mal, das müssen wir jetzt kurz gucken. Hier ist der Reihe, ist die Quest. Also doch, da vorne. Hier ist die Quest. Bayek, dich hätte ich hier nicht erwartet. Ja. Ein hübsches Anwesen. Ja, wir hatten Glück. Vater züchtet Pferde und diese haben schon oft bei den Spielen gewonnen. Ich habe ihm von dir erzählt. Und was genau? Nicht viel. Dass du Lenker bist und dass du Claridas gut kennst. Zu gut. Viel zu gut. Komm, er möchte dich kennenlernen. So. Wunderschön, oder nicht? Wache Augen, tadelloser Gang. Sie besiegen, ha? Du scheinst dich mit Pferden auszukennen. Nikias, wer ist dein Freund? Vater, das ist Bayek. Er fuhr Rennen gegen Claridas. Mein Vater, Philokrates von Kanopus. Sohn des Themistokles von Kanopus. Gegen Claridas. Zeig mal, wie du fährst, Barik. Nikias, geh gut hin. Was lernen. Es heißt bei. Ah, schön. Hat Siva auch eine eigene Rennstrecke? Aussitzen. Nein. Es ist ein kleines Dorf. Steig mit Nikias auf den Wagen. Dank der Pharaonen des alten Königreichs. Das ist die Freiheit. Muss ich jetzt da. Ich muss hier noch hinterher, oder nicht? Ah, hier, wahrscheinlich auf die. Fahrer auf der Rennstrecke. Wann bist du zuletzt gegen Claridas gefahren? Wo muss ich denn da hin? Lange her. Ich kann mich kaum erinnern. Vorsicht! Halt die Zügel fester! Pass auf Hindernisse auf! Ja.
Ikarus war der wahre Meister bei den Rennen. Genau das, was Claridas auch gerne wäre. Mein Vater hat Ikarus geliebt. Er war sein Lieblingsfahrer. Zeigen wir meinem Vater dein Naturtalent. Du hast ein Händchen dafür. Du bist ein Naturtalent. So. Und jetzt? Wo ist das einfach nur Fahrrad? Ich jetzt irgendwie nur fahren wird? Oder wo müssen wir jetzt? Der wilde Ritt. Fahr auf der Rennstrecke. Entschuldigung. Ach so, okay. Ach, da müssen Checkpoints davor arbeiten. Okay. Ich dachte, wir müssen auch eine Wende mit irgendwo hin, gehe ich die Gegend fahren. Wozu gebe ich auf? Wenn du den Grünen fährst, werden wir im Hippodrom gewinnen können. Du bist ein Naturtalent. Ich habe das jetzt nicht als Rennstrecke wahrgenommen. Du hast ein Händchen dafür. Ja. Schneller, Bayek. Ja, 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 ja. Welch Tempo. Was ist da los? Da stimmt was nicht. Ich habe schon ein bisschen Action hier, ne? Ihr Narren. Ihr habt Saganaki stehlen lassen. Was habt ihr gemacht? Matthias. Pferdediebe! Ihr! So eine Frechheit! Sie ist mein siegreichstes Pferd. Du musst sie zurückholen. Wir enttäuschen dich nicht, Vater. Jetzt muss ich mich wieder... Hey, Männer, wir dürfen diese schamlosen Räuber nicht davonkommen lassen. Die Ehre der Grünen von Prasina hängt davon ab. Wir müssen zum Banditen. Wie gesagt, ich werde keine politischen Sachen jetzt eingehen. Das ist jetzt eigentlich wirklich nur Zufall. Aber da man den bisschen blau wäre blau wahrscheinlich eh die meine Wahlfraktion gewesen. Aber ist halt jetzt so. Für die Grünen! Entschuldigung. So, Banditenversteck. Ja, das klingt immer ganz gut. Wir sollen auf jeden Fall ein Pferd irgendwo herholen, rausholen, wie auch immer. Retten. Schon assi irgendwo, ja. Das ist also, wenn man den Gegner dann kurz vorm Rennen irgendwie bestiehlt oder rausnimmt oder so, das ist dann schon. Mach weg. Geh weg. Die Grünen von Prasina. Für die Grünen! Für die Grünen! Das könnte ich auch sehen, wie er zu flaggen, macht das mal alleine. Ja. Wie viele Banditen werden es sein? Nur keine Sorge, wir haben den Magi bei uns. Alles wird gut. Ich mach das schon, genau. Ein gutes Seelut. Für die Blauen arbeitet, ganz sicher. Hast du von den großen Hungrigen gehört? Wow. Wer soll das sein? Banditen im Süden. Ich glaube, sie reiten Kriegsnilpferde. Was? Ist das dein Ernst? Das erzählt man. Das ist wie Phil Sakanaki. Jetzt haben wir fast klar. So, Banditenversteck, ja? Alter, die ist ja halt ernsthaft. Gemeinsam! Bin in Reichweite! Ein leichter!
sind doch ein paar Gegner. Aber ich bin gerade hier echt so ein bisschen nicht durch. Ich blick gerade so wenig, relativ wenig durch. Wir sollten vielleicht auch da mal hingehen. Da vorne ist nämlich das Ziel. Die haben jetzt gerade gar nichts miteinander zu tun. Perfekt, genau was ich gedacht habe. Die haben überhaupt nichts damit zu tun, die Ecke da hinten. Wo ich zuerst gesucht habe jetzt. Ich glaube, die müssen wir wahrscheinlich schon irgendwie zerstören, aber. So. Sehe schon, dass da was mehr ist. 13. King. Ah, die sind schon dran da, die Jungs. Ist ja so, dass wir ein paar. Das kriegen wir schon hin. Haben Sie das Ding ist hier mal irgendwie so 300 Meter weg? Ja, ja. Tschüss, ich muss mal weg. Für mich jetzt gerade eher uninteressant. Wow, das waren Krokodile! Ist egal. Kann der jetzt gerade. Da sind schon Kollegen von uns mit drin in der Gruppe. Sind sich nur ein paar? Noch nicht viel, oder? Ja, ein paar, ne? So, findet Sakalaki und befindet sich. Flachsen? Ich kann nicht. Willst du mich verarschen jetzt? Ja, geil! Hab ich auch nicht. Alter! Das ist doch nicht wahr, weil die zwei Typen haben mich. Weil die mich da noch. Warte, bleib hinter mir, Harry. Ja, bleib hinter dir. Ich bleib doch hinter dir. Das ist jetzt. Du da! Diese Zone ist tabu. Ich hack dich in Stücke. Jetzt mich die Typen nicht wieder ab, mich nerven. Ich reiß dir die Eingeweide
Das war mal euer Hauptmann. Ja, da. Wenn du mir nicht auf die Senke gehen würdet. So, Geld haben wir mitgenommen. So. Jetzt muss ich gerade gucken, ob wir noch ein bisschen mehr, aber noch mehr haben oder nur die wirklich nur noch die paar. Schauen wir echt noch die paar noch. Ja, gut, gut, da kommen die sich jetzt mal gerade rum. Stirb endlich! Wow. Tschüss. Frage, wie muss ich jetzt da, wie komme ich jetzt da rüber? Ohne weiteres. Ich muss ja, ich muss komplett hier außen rum, oder was? Wo muss ich denn da überhaupt hin? Als Ziel. Ich muss ja wieder rein, ne? Also zumindest mal wieder rum. Das hätte ich ja. Lass es einfach sein. Alter! So, hier kommen wir wahrscheinlich rüber. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass du da irgendwie was kaputt machst. Vielleicht gehört nämlich nicht mir. Erledigt. Ihr habt sie. Ich kann es kaum glauben. Ich war überzeugt, wir würden Sagana und meinen Sohn nie wiedersehen. Ich habe mich um die Diebe gekümmert. Ich schätze, sie steigen Sagana Key auf Geheiß eurer blauen Rivalen. Verflucht seien sie. Wir müssen die Blauen beim Rennen schlagen, um ihnen Demut beizubringen. Ich hoffe, du fährst für die Grünen, Barrett. Ich tue mein Bestes. So, Quest abgeschlossen. Und damit haben wir Level 14. Wir haben ein neues Reittier. Wir haben ein neues Reittier. Warte mal, was haben wir denn hier als Reittiere? Schwarzer Pfeil. Wanderer. Wir nehmen den schwarzen Pfeil. So, Nahkampf. Pilum. Ja, ist auch wieder so Schwachsinn. Also, weil, seid mir nicht böse, dass ich zwischendurch mal Dinge ausprobiere. Achso, das haben wir nicht. Die. Okay. Ja, das ist der Kopfschutz-EP.
So, Ausrüstung noch schnell ausrüsten. Wir bleiben beim Schwert. Momentan ist es eigentlich ganz gut. Oh, miese Katze. Hallo Katze. So, okay, ich bin raus für heute. In der nächsten Episode, da haben wir doch immer noch bestimmt noch Quests gehabt. Hier wäre doch das Wiesel und der hungrige Fluss. Wir haben aber noch genug. Wir haben noch mehr als genug. Das brauchen wir nicht machen hier. Serap ist eigentlich die Völker. Ich glaube, das könnte was funktionieren. Könnte funktionieren. Ist halt auch eine Nebenquest. Ja, wie gesagt, tut mir leid, dass wir gerade ein bisschen Nebenquests haben müssen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir das an als nächstes. Ich muss gerade gucken, wo ich da hinreiten muss. Habe ich da irgendwo einen Reisepunkt? Weil die würde ich sonst gerne mitnehmen. Da ist einer. Gut, ja, das würde ich sagen, machen wir dann. So. Und rein damit. Gut. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's mit der nächsten Nebenquest weiter. Bis dahin. Tschüss.